Hallo und herzlich willkommen hier bei 7 Days to Die mit dem Gonshi. Moin moin. Und dem Chucky natürlich mal wieder. Servus. So. Plan für heute: Chucky geht seinen Rucksack holen. Okay, mal wieder. Plan für alle: Pfeile so viele wie möglich herstellen. Ja. Ja. Und Nahrungsmittelsuche. Unbedingt, ey. Ja, eigentlich alles. Holz, alles. Brauchen ja alles. Ja, und heute Nacht müssen wir die Tür hier zumachen. Die Hundehorde kommt ja irgendwie morgen früh. Teilen wir uns auf erstmal beim Sammeln oder beim Looten? Ja, ist mir egal. Ja, ne? Dann sind wir ein bisschen effektiver. An Zombies ging das ja hier. Von der Masse. Ein paar hatten wir ja schon platt gemacht. Ja, muss mal gucken, ob sie nicht eventuell ein wildes Tier, also ein Schwein oder so, Chris, hier. Ja, stimmt, ja. Also was ich sagen... Ach, jetzt. Okay. Was ich sagen muss, also für meine Zuschauer sind die Frames deutlich besser geworden. Seit dem letzten Update. Ach ja, wir spielen jetzt das erste Mal in der 2, ne? Ja. 12.2. Und, also die Frames sind, also die springen schon heftig. Aber ich hatte eigentlich, bin nie über 40 gekommen. Und, das finde ich schon sportlich. Bin ich jetzt eigentlich häufig. Wie viel hast du meine Frames sind auch fest, besser geworden. Wie bitte? Meine Frames sind auch besser geworden. Ja. Ja, du hast ja auch einen neuen Rechner. Stimmt. So, ich habe ein bisschen Munition gefunden. Aha. Hier ist ja trotzdem schon alles gelootet. Naja, Nahrungsmittel. Ohne Ende. Federn habe ich ein paar. 31 mittlerweile. Und 100, über 100, knapp über 100 Pfeile. Ich habe 140 Pfeile. Wir werden jede Menge brauchen. Ja. Zweite Hunde, warte. Ja, ich habe noch 18 Federn in der Tasche. In der Tasche habe ich jetzt auch noch 30 Federn. Ja, war ja mal ein bisschen mit klar. Aber Munition finde ich jetzt gerade aktuell ziemlich gut. Ja, bringt uns aber auch alles nichts, wenn wir keine Waffe dafür haben, ne? Und wenn wir nichts zu essen haben. 9mm hast, ganz gut. Also Wasser habe ich. Ich habe Rezept für Lederhut. Ich glaube, das Problem ist, wir können auch kein Leder herstellen. Ja. Oder kann das schon eine zufälligerweise nähen, ne? Ich weiß jetzt nicht. Ich glaube nicht, also kann man dazu sagen, wir haben jetzt auch bestimmt eine Woche nicht gespielt, ne? Ja. Ja. Das stimmt. Wobei das ja dem Zuschauer nicht so richtig auffällt, da wir ja einen festen Aufnahmeplan haben. Und deswegen sind wir mit der Alpha auch ein bisschen im Verzug, weil wir halt gesagt haben, wir nehmen erstmal ein paar Aufnahmen auf, dann sind wir nicht so im Stress und dann starten wir. Also jetzt ist ja mittlerweile, muss man ja sagen, die fünfte Folge, ne? Also der Zuschauer merkt es ja gar nicht. Sechste? Das ist jetzt stimmt. Die sechste hier drin. Ja, stimmt, die sechste, sorry. Aber dem Chuck ist was passiert, der hat nur zwei, der hat nur die ersten beiden. Ja, die sind irgendwie verschwunden im Umzug auf den neuen Rechner. Oh nein. Keine Ahnung, wo die sind. Kann man nichts machen. Nicht also direkt hochgeladen. Nee. Ah. Folge 3 bis 5 müsst ihr dann entweder beim Gonji oder bei Faustus gucken. Ja, wenn wir jetzt in der 6. sind, dann brauchst du es, glaube ich, deinen Zuschauern nicht mehr erzählen. Achso, rückwirkend, sorry. Ja.
Ja, ich bin. Ja, sorry. Da habe ich nicht nachgedacht. Das passiert mir ab und wann. Ist ja auch schon eine Uhrzeit, da denkt man nicht mehr nach. Richtig. Dann wir haben ja erst Viertel nach 11. Ist doch noch früh am Tag. Viertel 11 Uhr mittags. Na, für unsere Verhältnisse ist es früh, oder? Wenn ich an gestern denke. Na gut, ich habe schon mal ein paar Tage, da hat man auch schon mal ein bisschen Uhr gespielt, aber die Regel ist ja, dass aber dann doch nicht. Ach, in der Regel kann man auch mit dem Tampon schreiben. Ja, okay, kein Kommentar. Haben wir eigentlich mittlerweile alle Zombies hier in diesem Dorf verscheucht? Ja, ich habe jetzt aber auch gerade noch gefunden. Zombies? Ja. Okay. Mir ist noch keiner in die Quere gekommen. Achso, du hast noch keinen. Okay, dann habe ich das eben falsch verstanden. Oh, 13 Federn. Ah, sauber. Doch, ich höre einen Zombie. Na, jetzt. Ah, jetzt. Oh, haben wir sie beschrien. Ah, das ist eine Wohltat, mit dem Rechner zu spielen, glaub's mir. Das Wie viel glaube ich, FPS ja. spielst du denn jetzt so? Im Moment auf 60. Ja. Vielleicht schon oben? Oh, ich hab Essen. Essen, eine Büchse und, was ist das hier? Irgendwas, keine Ahnung. Irgendwas im Teller. Also, keine Ahnung. So, ich versuche jetzt, aber naja, ich es bringt nichts. Ich muss erstmal heim. Mich leer machen. Sieht leer Bevor ich machen. weitergehe. Mach das so. Ich höre jemand looten. Nee, ich habe gerade eine Tür eingeschlagen. Ich guck mal, ob ich Leder herstellen kann. Nee. Leder kann ich keins suchen. Hier ist ein Gefängnis, hä? Hä? Gefängnis, Wahnsinn. Na gut, komme ich aber mit der Steinaxt jetzt auch nicht rein. Zombie, wo ist er? Wo ist Kann ich ein paar Bäume mitnehmen? Ja, Hauptsache Setzlinge, ne? Und Erde wäre vielleicht auch nicht schlecht. Ja, dann müsste ich in ein anderes Lied gehen, ne? 9 mm habe ich für dich. Ich habe auch 20 9 mm. Das ist gut. Warte mal, wie war das jetzt? Man muss jetzt nur Rechtsklick auf die Steinaxt und Repair machen. Man muss sie jetzt nicht mehr Ja. umziehen, ne? Geil. Ach, wisst ihr das mit den Eisenpfeilen, die kann man mit dem Bogen doch benutzen? Ja, musst du nur bei, wenn du auf Ammo gehst, also Dings, auf dem Bogen mit Rechtsklick auf Ammo gehst, ja. Munition, und dann kannst du auswählen auf die jeweiligen Pfeile, ja. Pfeilen. Ja, das hat mir der Atta letztens erst gesagt. Ich war mich immer am Wundern, warum man die Pfeile nicht nutzen kann. Da ist ein Safe. Okay. Komm ich aber jetzt nicht hin. Scheiße, wir brauchen unbedingt die Forge. Ja. Ja. Erstmal das Buch finden. Ja. In meiner Singleplayer-Aufnahme war ich so ein Glücklicher, der in einem Haus eine Forge gefunden hat. Also die stand da schon quasi. Gibt's ja Ach, manchmal ja. solche Häuser. Ja. Hab ich glaube ich noch nie erlebt. Ja. Doch, Sehr hatte nice. Ich schon. Das ist so ein einzelnes Haus, das immer hier rumsteht, ne? Ja. Wenn vorne, also wenn du vorne reingehst, ist links und rechts immer Scheiben. Ist rechts was? Ich habe gerade hier eine Tür Links eingehauen. Und rechts sind so Scheibe. Ja, es war ein bisschen anders das Haus, aber ich weiß welches du meinst, ja. Ein Buch gefunden. Ein Buch? Ja, und zwar das Amu Nation Book. Ah, okay, cool. Das ist gut. Das ist sehr gut. Oh, das habe ich schon. Dann bringst mit. Ja. Genau.
dass einer von uns lernen kann. Naja, klar, Logo. So, ich werde jetzt gleich auch nochmal auf Tiersuche gehen, wobei das hier in der Wüste natürlich echt spärlich, glaube ich, wird. Du hast schon eine Eins umlaufen sehen? Nee. Ein paar Leguane kannst du fangen. Das war ein anderes Spiel. Achso, war ein anderes Spiel. Das, ja, ich glaube, The Forest. Ja, genau. So, hier in dem Haus war schon jemand. Ich glaube, wir sind mit der Stadt hier auch durch, ne? Ja, fast, ja. Viel ist nicht mehr, ja. So, ich habe noch ein paar Tresorräume leer gelassen. Weil ich keinen Bock hatte, jetzt hier 5 Minuten auf eine Tresor einzukloppen. Ja, und dann ist ja sowieso nichts, ne? Ja. Du hämmerst da auch gerade irgendwas ein, ne? Ja, ich guck, ob noch was anderes auf seinem Tresor da drin ist. Bring jetzt so viel Holz wie möglich mit, ne? Das wäre wünschenswert, ja. Und für die Erde muss ich dann am nächsten Tag mal gucken, wenn ich leer bin, dass ich mir eine Schaufel mache irgendwie und dass ich dann in ein anderes Gebiet mal gehe. So, Tiere. Oh! Tageshorde, sehr schön. Also oh. Hier. Oder. Aber ich bin noch nicht. Die laufen hier oben lang. Ja, also ich sehe sie. Ich hab's im Blick. Wow. Los, Vieh. Die scheiß Kriecher, die siehst du so schlecht. Wenn ich mal groß bin, dann werde ich Kriecher. Ja. Du wirst vielleicht ein Kriecher, aber. Ein Riecher. Ein Riecher? Ach. Ah, was ich gerade festgestellt habe, ich habe erst gar nicht, weil ich gedacht habe, ich hätte was anderes ausprobiert. Wenn du jetzt craftest, dann musst du es nicht mehr oben rausziehen. Er haut es ja automatisch unten ins Inventar, das ist neu. Ja, das ist auch neu, ja. Okay. Ich sehe hier nicht mal einen Hasen rumlaufen oder so. Das gibt's gar nicht. Tja. Spiel wird immer besser. Ja. Ich meine, macht ja Sinn in der Wüste, ich kann es verstehen, aber. Nee, das ist aber trotzdem scheiße. Ohne Essen. Ja, ein bisschen Essen habe ich dabei, also. Ja, ich habe 2 Büchsen jetzt. Ich habe Hundefutter habe ich dabei für die, das ist schon mal so als Anbahnung für morgen. Wenn die Hundehorde kommt. Und Eier haben wir ja auch ohne Ende, aber die sättigen ja nicht, wenn wir kein Schweinefleisch haben und noch kein Dings herstellen können hier. Dieses Gitter. Ich hab 5 Schweinefleisch. Warte mal, dieses Gitter, hast du? Dieses Grillrost, ja. Ne? Da brauchen wir doch nur diese Iron Pipes, ne? Ja, davon ja, neun Stück. Ich hab 4. Ich hab auch 4 in der Tasche gerade. Oh, das würde reichen. Ja, dann hast du 8. Ja. Achso, du hast keine. Ach, ich dachte, Chucky hatte auch noch welche. Nein, ich hab keine. Das ist schade. Aber vielleicht finde ich jetzt noch eine. Aber viel Zeit bleibt mir ja nicht mehr. 47 Pfeile. Na? Federn. Ich verstehe meine Sprachstörung immer nicht, ey. Steine brauchen wir noch ein bisschen, ne? So, warte mal, ich kann noch ein paar Pfeile machen. Und zwar. Nochmal 60. Hä?
Bogen. Wie mache ich denn jetzt Bogenheile? Auch, genauso mit Sticks halt. Ja, aber das kann ich nicht wie mit der Schnaxe machen, mit Rechtsklick und Repair. Doch. Ach, ich bin gerade am Kräften, dann kann ich gerade keinen Repair machen. Nein. Okay. Deswegen. Ich habe jetzt mal zwei Hasen gefunden. Aua! Oh. Arschloch. Ja, wir können Kakteen hauen da. Ja. Kann man da auch Essen rausgewinnen, ne? Das können wir auch, ja. Aber das ist ehrlich gesagt. Ja, das ist nix, was du da. Ja. Was du da kriegst, ne? Oh Mann! Oh, bist schon wieder gestorben. Ja, ich hab geblutet, ich hab grad Bandage gemacht und als ich so runter reingezogen hab, bin ich dann verreckt. Na, ja, ich glaube, dann ist dein Rucksack jetzt Rucksack lassen. Oder? Nee, ich mach mir jetzt ne. Ja, scheiße, Müllkiste haben wir ja nicht. Hast du kein Holz dabei? Wo ich grad. Doch, im Rucksack. Stimmt. Die Geschichte. Ja, ich mach mich dann auch mal auf dem Heimweg. Meine Taschen sind auch eh voll. Ja, ich lauf grad rein. Ich lauf da jetzt hin. Ja? Ja, ja. Lass alles da. Oh. Kann ja nicht sein. Ganz nix essen. Für einen Kaffee kochen theoretisch. Naja. 1,1 Meter. Ah, das dürfte ich packen. In Tasche leer machen und wieder zurück. Ich habe 26 Baumstämme. Ja, schon mal eine kleine Hilfe. Ich weiß nicht genau, wie viel ich habe. Ich habe, glaube ich, aber 2 Stacks. Oh. Dann hast du ja ein paar. Ich glaube es, ich weiß nicht genau. Ich habe nicht geguckt. Zwei Stacks, dann hast du ja schon ordentlich was eingesammelt. Dann warst du ja sehr fleißig. Ja, ich hab ganz schön Holz umgehauen. Oh ja. Und 80 Federn hab ich. Ja. Dann ist die Basis geschaffen. Ich hab einen unsichtbaren Stein gefunden. Wir haben ja im Lager haben wir 8 von diesen Iron Pipes, also Grillrost machen. Ginge. Ja, denn, dicke. Wenn wir dann sollten wir mit dem Schweinefleisch und den Eiern das Zeug machen. Ich bringe noch. Ich habe jetzt einen Rost gemacht. Ja, sehr gut. Ja, Schweinefleisch ist ja auch in mit Tasche. Ich habe jetzt 6 mal Hasenfleisch auch nochmal dabei. Also. Warte mal, einen Hasen haben wir hier noch. War das eigentlich schon immer so, dass man Hasen mit nur einem Pfeil platt bekommen hat? Ja. Also, wenn man ihn trifft. Warum schießt du vorbei? Ja, das kann mal passieren. Ja, so leicht. Oh, hier ist schon wieder eine Wanderhorde, sag mal. Also das finde ich so extrem geworden. Ja. Also, die Nester, die sind so voll mit Federn. Bin jetzt ein Stück gelaufen und hab schon wieder 45 Federn in. Boah, krass. Das ist ja. Oh. Oh.
Also ich habe jetzt 108 Pfeile noch. Könnte theoretisch, wenn ich noch Steine hätte, noch mehr machen. 20 Federn habe ich noch. Autsch. So, Gonchi, wo bist du? Level up, schnell gemacht und noch einen Hasen geholt. Jetzt komme ich. Also Grillrost liegt bereit. Wie bitte? Das Grillrost liegt bereit. Ja, Schweinefleisch ist da oben. Und Eier auch. Also, von mir aus kannst du starten. Ach so. Ist alles da, ja. Ich bring nur Hasenfleisch mit. Eier. Wo haben wir denn das Fleisch mit? Also, dass wir Fleisch haben, hat Chucky erzählt. Ja, und wo ist es? Ich weiß nicht. Ist es nicht? Ist es im Rucksack? Nein. Alter. Dann musst du ja wirklich deinen Rucksack holen. Bist du schon. Hier ist kein Fleisch. Nee, er hat doch gerade gesagt, hat er im Rucksack. Gut. Holst du deinen Rucksack oder? Ich bin schon da auch bei. Ich bin auf dem Weg. Sehr gut. Guti. Wenn die Hunde heute. 4 Stunden Zeit. Bis Nacht wird. Ja, bist du weit weg? Ne? Kannst ja auf der Map. Ah ja, könnte ich gucken, ja. Du hast recht. Ich setze 2 leere Frames in die Eingangstür, ne? Ja. Bitte wieder hinsetzen, Chucky, wenn du kommst. Yep. Ja, so viel sollte diese Nacht ja nicht passieren. Nee. Bin mal auf die Horde gespannt. Judy, dann würde ich sagen, bisschen was zusammengesammelt die Nacht. Für die Folge soll es das gewesen sein. Ich denke, wir werden euch heute Nacht wieder nicht damit stressen, dass wir hier sauber machen und unsere Taschen sortieren, oder? Ja, außer es passiert was, dann drücken wir schnell auf den Aufnahmeknopf. Genau, und dann sehen wir uns vielleicht doch in der Nacht wieder. Aber ansonsten, bis zum 6. Tag, wenn die Hundehorde kommt. Also, bis dann, Faustus und Chucky. Und tschüss. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.